Wann haben Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum letzten Mal gebeichtet? Und sind Sie dazu zu einem Priester in den Beichtstuhl gegangen? Oder fühlen Sie sich mit Ihren Schuldgefühlen auf der Couch des Psychiaters besser aufgehoben? Warum genügt es nicht, Gott oder dem eigenen Gewissen gegenüber direkt Rechenschaft abzulegen? Mit meinen beiden Gästen spreche ich heute über Schuld, Vergebung und Reue. Herzlich willkommen, Abt Urban Federer, Vorsteher des Klosters Einsiedeln, und Daniel Strassberg, Psychoanalytiker und Philosoph. Abt Urban, in Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mit zahlreichen Katholikinnen und Katholiken gesprochen, Männern und Frauen, Alten und Jungen. Nur sehr wenige haben mir positive Beichterlebnisse erzählt. Wie war das bei Ihnen, als Sie zum ersten Mal zur Beichte gegangen sind? Das allererste Mal, so genau kann ich mich da nicht mehr erinnern, aber die ersten Male. Also ich war sicher sehr nervös, denn es ging um etwas Inneres. Es ging um Dinge wie, wie gehe ich um mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern. Also das erzähle ich ja normalerweise nicht so auf der Straße. Ich war sehr nervös. Und auf der anderen Seite darf ich sagen, es war etwas für mich Positives. Also ich habe hier nie schlechte Erfahrungen gemacht, sondern durfte einfach da wieder rausgehen. Und das war's. Daniel Strassberg, Sie stammen aus einer jüdischen Familie, sind in Zürich aufgewachsen, haben die öffentlichen Schulen besucht und kamen sicher auch mit katholischen Kindern in Kontakt. Waren Sie neidisch, als Sie merkten, dass die zur Beichte gehen durften? Oder dachten Sie, Gott sei Dank brauche ich nicht zu gehen? Weder noch. Mein bester Freund in der Primarschule war Katholik und der musste jede Woche, ich glaube, es war Mittwochnachmittag, am Feiernachmittag, in die Kirche beichten gehen und ich ging ihn meistens begleiten. Und das Merkwürdige daran ist, dass ich das Gefühl hatte, eine Sünde zu begehen. Dass ich überhaupt eine Kirche betrete, war, obwohl ich glaube, meine Eltern mir nie gesagt haben, ich dürfe keine Kirche betreten, aber ich hatte das Gefühl einer Sünde, einer Übertretung und fand das ungeheuer spannend, dass während ihm die Sünden vergeben wurden, ich eine beging. Das ist interessant und wir sprechen gleich noch darüber, wie das Judentum auch vielleicht mit der Frage der Sündenvergebung umgehen wird. Zunächst einmal möchte ich aber gerne wissen, viele Katholikinnen und Katholiken, die ich befragt habe nach ihrer ersten Beichte, die sagten mir praktisch unisono, sie hätten eigentlich gar nicht gewusst, was sie hätten beichten sollen. Das heißt, sie hatten gar kein Verständnis, gar kein Schuldbewusstsein in diesem Alter. Und viele haben mir auch gesagt, sie hätten daraufhin Dinge sogar erfunden. Also sie haben eine Lüge begangen, um dann in die Beichte zu gehen, um dann eine Sündenvergebung zu erlangen. Was für einen Sündenbegriff kann ein 7-, 8-, 9-jähriges Kind haben? Wenn ich an Kinderbeichten denke, das gibt es bei uns in der Innerschweiz, so in Pfarreien, Vorbereitung auf die Erstkommunion. Da das wird ich, heute noch? Das wird heute, heute ja, ja, genau. Da bin ich eigentlich erstaunt, wie groß die Sensibilität von Kindern ist, für was gut und nicht gut, gut und böse ist. Ich staune eigentlich, dass Kinder das bereits so können, weil ich bin auch immer davon ausgegangen, was die mir dann sagen, ist ja wahrscheinlich nicht das, was ich sagen würde. Würde ich aber heute nicht mehr so sagen. Aber Kinder, die eine Sünde in der Beichte bekennen, ich denke jetzt mal, dass sie vielleicht gegenüber den Eltern ungehorsam waren, dass sie nicht ordentlich waren, dass sie vielleicht in der Schule gemogelt haben in irgendeiner Weise oder sich nicht nett verhalten haben. Ist das, was die katholische Kirche als Sünde bezeichnet, oder könnte man nicht sagen, das sind Untugenden, unschöne Ereignisse, aber ist das wirklich eine Sünde? Also ich denke mir, die Beichte begleitet ja auch einen Weg eines Menschen. Und so wie das Gewissen von jungen Menschen auch gebildet wird durch Sozialverhalten, also durch den Alltag, wird das in der Beichte auf eine religiöse Stufe gehoben, dass auch von der Religion her das Gewissen gebildet wird. Da muss aber jetzt nicht jede und jeder einen Mord begehen, damit er dann zur Beichte kann. Also ich denke mir, da geht es einfach auch darum, sich immer wieder die Frage zu stellen, wie gehe ich mit meinem Leben, wie gehe ich mit meiner Freiheit um, auch wenn wir mit diesen Begriffen dann nicht immer so operieren. Können Sie das als Psychoanalytiker nachvollziehen, dass im Alter zwischen 7 und 9 eine derartige Auseinandersetzung mit den eigenen Unzulänglichkeiten, mit der eigenen Fehlerhaftigkeit stattfinden soll? Das findet natürlich auf jeden Fall statt.
Also das braucht es die Beichte dazu nicht. Die Kinder lernen, wie sie sich verhalten sollen. Und die erste Art, wie man das lernt, ist durch den Liebesentzug der Eltern, den man befürchtet, wenn man etwas Schlechtes gemacht hat. Also das erste Sozialverhalten wird durch Angst vermittelt. Man hat Angst, dass eine Strafe kommt, im schlimmsten Fall der Liebesentzug, und daran lernt man, was man, ob das dann schon gut und böse ist, das weiß ich nicht, aber man lernt, wie man sich verhalten soll. Und was mit der Beichte dann passiert, ist ein Schritt, der, ob der altersadäquat ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber es kommt die Zeit, in dem ich dieses Abschauen des Verhaltens von den Eltern internalisieren muss. Also ich muss irgendwann lernen, mich nach mir selber zu beurteilen und nicht nach der Reaktion der Eltern. Mir scheint 7, 8 auch etwas früh zu sein, aber es ist so ein Übergang von der reinen externen Verhaltensregulation zu einer internen Verhaltensregulation, indem man es nicht ganz mit sich selber abmacht, sondern doch jemanden dabei hat, der mit einem darüber spricht. Also insofern finde ich das nicht völlig abwegig, nein. Und brauchten denn oder brauchen auch heute die Kinder in irgendeiner Form, vielleicht nicht gerade Liebesentzug, aber doch in irgendeiner Weise Strafe zu befürchten, wenn sie ihre Beichten ablegen, in Form von Buße etwa? Das Setting einer Beichte ist ja ein religiöses. Also das kann man nicht vergleichen mit einer Couch, wie Sie das einleitend gesagt haben, obwohl das wahrscheinlich auch nicht mehr so stattfindet. Das heißt, da hat ja auch das Wort Gott oder das Sprechen über Gott Platz. Und wenn ich jetzt mit einem Kind zum Beispiel eine Geschichte anschaue, im Beichtstuhl von Gott, dann werde ich nicht zuerst mit dem Wort Buße kommen, sondern vielleicht mit dem barmherzigen Vater oder mit dem Vater, der dich liebt und möchte, dass du weiter auf deinem Weg gehst. Also versuchen durch die Beichte den Kindern auch ein positives Gottesbild zu vermitteln. Genau. Und von sich selbst. Was auffällt, ist, dass früher ein Zwang, eine Pflicht zur Beichte bestanden hat. Man ging wöchentlich oder monatlich zur Beichte, wurde entweder von den Eltern geschickt oder auch die Kirche, die da eine gewisse Kontrolle ausübte. Heute, wenn ich auf ihrer Homepage von ihrem Kloster in Einsiedeln nachsehe, dann wird das als ein Angebot formuliert. Vom Zwang zum Angebot, wie ist das zu verstehen? Gut, ganz vergleichen kann man es miteinander nicht, weil wir sind ein Wallfahrtsort, wir sind keine Pfarrei. Und was Sie vorher erwähnt haben, sind das, was früher in einer Pfarrei als sozialem Druck da war. Das war ja nicht nur bei der Beichte. Also wenn der Metzger sein Fleisch wirklich verkaufen wollte, musste er zur Kirche. Sonst sind die Leute nicht mehr zu ihm gekommen, weil der geht ja nicht in die Kirche. Und das Ganze hatte mehr mit Druck zu tun. Ein Wallfahrtsort ist eine Möglichkeit, aus dem Alltag auszutreten. Wir haben übrigens auch viele Leute, die gehen über Einsiedeln nach Santiago de Compostela. Die machen also einen Weg von bis zu 3 Monaten und wollen dann da ich sage jetzt bewusst, auch einen Stein abladen vom Herzen. Die nehmen tatsächlich zum Teil auch Steine mit. Also das ist eine besondere Situation, wo man sich denkt, wenn ich schon mal in Einsiedeln bin, könnte ich doch beichten. Also nicht ganz vergleichbar mit Beichten, die auch angeboten werden in den üblichen anderen Pfarreien. Ich hoffe inhaltlich schon, aber einfach, dass an einem Wallfahrtsort das als Angebot da ist, war immer so. Weil niemand musste in Einsiedeln beichten gehen, während sonst früher der soziale Druck in einem Dorf, auch in einer Stadt, schon da war. Kommen denn heute mehr Leute zu Ihnen nach Einsiedeln zur Beichte als früher? Wie entwickelt sich das? Nein, ich denke, es sind weniger. Die Beichten gehen dafür aber länger. Also früher kamen Massen an Leuten, die nach Einsiedeln kamen. Heute sind es zum Teil auch Gruppen, die das zum Teil als Angebot dabei haben, dann kommen sie alle. Sie kommen aber auch als Einzelpilgerinnen und Pilger und wollen dann aber auch nicht irgendwie abgespiesen werden mit 2, 3 Minuten, sondern da soll sich auch ein Gespräch entwickeln können. Sind das Leute, die schon länger nicht mehr gebeichtet haben oder vielleicht zum ersten Mal kommen? Es gibt alles.
Es gibt jene, die regelmäßig beichten gehen und dann auch einsiedeln kommen und das Gefühl haben, es tut mir gut hier. Ich hatte auch schon Leute, die mir gesagt haben, ich bin nach 40 Jahren das erste Mal wieder in einem Beichtstuhl. Es gibt auch Leute, die dann sagen, bitte helfen Sie mir, ich habe keine Ahnung, wie das geht, ich war noch nie in der Beichte. Und das kommt häufig vor, etwa auch, weil Leute kommen, die vielleicht gar keine christliche Religionsangehörigkeit haben? Gibt es heute auch. Sie kommen auch zur Beichte? Ja. Und das bereitet Ihnen keine Schwierigkeiten, die Beichte eines Hindus abzunehmen, eines Muslims, eines Juden? Also grundsätzlich kommen die Menschen nicht für die Beichte, sondern die Beichte ist für die Menschen da. Also wenn mir jemand entgegenkommt, versuche ich aus dieser Situation etwas zu machen, damit dann dem konkreten Menschen geholfen wird. Dass ich ihm dann aber nicht eine Bibelstelle vorlese oder ihr nicht die Absolution gebe im Namen des dreifaltigen Gottes, ist dann für mich eigentlich schon eine Selbstverständlichkeit. Denn ich bin ja nicht da, um die Leute zu überfahren, sondern sie haben irgendein Anliegen und das muss ernst genommen werden. Was machen Sie mit Menschen, die kommen und sagen, ich möchte meine Gedanken, meine Belastungen hier vielleicht abladen, aber ich bin völlig ungläubig, ich verstehe mich atheistisch. Och, ob die dann immer gerade den Weg in den Beichtstuhl finden. Also es gibt ja bei uns noch ganz andere Anlaufstellen, die kommen vielleicht in die Kirche und wollen mit einem Mönch sprechen und sagen dann am Anfang, also ich bin gar nicht gläubig, aber es interessiert mich. Oder die melden sich via Internet. Im Beichtstuhl drin sind dann die Leute eigentlich schon mit irgendeiner Sehnsucht, dass mit Schuld umgegangen wird, und zwar im Religiösen. Eine meiner Redaktionskolleginnen hat kürzlich gerade den Selbstversuch gemacht und ist zu Ihnen ins Kloster gekommen und hat so eine Beichte abgelegt. Und man kann Ihren Erfahrungsbericht online auf unserer Kulturplattform nachlesen. Daniel Strassberg, ist es für Sie nachvollziehbar, dass Menschen heute mit einem oder trotz eines säkularen Angebots und trotz kirchlicher Distanz, die die Leute heute zum Teil haben, trotzdem den Weg in die Kirche finden, um eine Beichte abzulegen? Was, ist das ein Grundbedürfnis des Menschen? Eine Beichte abzulegen, das scheint mir kein Grundbedürfnis zu sein, aber eine sehr nachvollziehbare Reaktion. Aber ist es ein Grundbedürfnis, mit Schuldgefühlen zu einem anderen Menschen zu gehen und diese ihm mitzuteilen? Ich bin immer mit diesen Grundbedürfnissen sehr vorsichtig. Ich glaube, diese Vorstellung von Beichte, Schuldbekenntnis und so weiter ist eine relativ neue Vorstellung. Ich glaube, das muss einen historischen Zusammenhang sehen. Zum Beispiel im Judentum gibt es die Vorstellung der Beichte, auch des Sündenbekenntnisses eigentlich nicht. Es ist Entschuldigung, die Ausdrucksweise ist völlig wurscht, was Sie denken. Es ist wichtig, was Sie tun. Aber Sie haben doch im Judentum auch die Gesetzestreue, die verlangt wird von den Menschen. Und wenn man einen Gesetzesbruch begeht, dann ist das auch ein Vergehen gegenüber Gott. Wie geht dann der jüdische Mensch mit dieser Situation um? Ja, da kommt der Begriff der Tshuva. Tshuva kann man übersetzen mit Rückkehr, aber kann man auch übersetzen mit Antwort. Das ist beides dasselbe Wort und er geht damit um, indem er das nicht mehr tut. Respektive, wenn er einen Schaden angerichtet hat, dass er den Schaden wieder gut macht. Punkt. Das ist alles. Das ist alles. Also eine sehr weltliche Betrachtungsweise. Ich glaube, es geht nicht um den Unterschied zwischen weltlich und nicht weltlich, sondern es geht um den Unterschied zwischen Innenwelt und Außenwelt. Die Vorstellung einer Beichte ist an die Vorstellung einer Innenwelt gebunden. Oder anders gesagt, es ist an die Vorstellung gebunden, dass es wichtig ist, was für Intentionen jemand hat und nicht ganz so wichtig, was er wirklich tut. Und diese Vorstellung der Seele als Innenwelt, die Seele, die Intentionen hat, die Motivationen hat und dass diese Motivationen wichtig sind, die ist eigentlich am Anfang der Moderne. Die Beichte gibt es als Pflicht seit 1215. Vorher gab es das nicht. Und ich glaube, dass die Beichte ein ganz wichtiges Instrument war in der Kulturgeschichte zur Installation der Innenwelt. Man kann auch sagen, zur Installation des Gewissens. Was gab es vorher? Gab es damals, bevor die Beichte eingeführt wurde, schon so etwas wie
das, was Sie heute ja auch anbieten, zusätzlich seelsorgerische Gespräche? Mhm. Ich bin ja Mönch, sonst wäre ich nicht so schwarz hier. Das Mönchtum beginnt eigentlich in der ägyptischen Wüste. Und da kann man schon nachlesen, wie Frauen und Männer in die Wüste rausgehen, um diese Mönche und auch Nonnen aufzusuchen und mit ihnen ihr eigenes Leben anzuschauen. Wir nennen das heute geistliche Begleitung. Übrigens ganz interessant, wir haben noch viele Aussprüche dieser ersten Wüstenväter und die werden sehr oft so an den Anfang von Psychotherapie gestellt, weil das zum Teil ist nicht einfach eine Unterscheidung zwischen weltlich und religiös ist, sondern die auch etwas zu sagen haben über das psychische Wohlbefinden eines Menschen. Also das sind schon die, kaum ist die Christenverfolgung fertig, beginnt eigentlich dieses Hingehen zu Mönchen und Nonnen, um das eigene Leben mit ihnen anzuschauen. Ja. Diese Tradition kommt aus dem Griechentum, nicht aus dem Judentum. Dieses Anschauen des eigenen Lebens, das ist eigentlich etwas, was die Juden nicht wahnsinnig interessiert. Aber es ging dort immer, wie soll ich leben, wie soll ich handeln? Also diese Exerzitia, zum Beispiel Marc Aurel schreibt, dass man immer am Abend aufschreiben muss, was man den Tag durch gemacht hat, um sich Rechenschaft über das, was man getan hat. Also letztlich doch die moralische Bewertung des guten und schlechten Handelns? Aber nur des Handelns, nicht des Gefühls. Also die schlechten und guten Gedanken, die schlechten und guten Motivationen, die heute im Zentrum stehen, die gab es damals noch nicht. Machen wir noch einen Schritt weg von dem Innenleben, gehen wir noch mal zurück zu dem Äußeren, was ja auch auffällt ist, und Sie hatten mir das eigentlich im Vorgespräch auch schon so angetönt, dass das Beichten etwas ist, das es nur in der katholischen, römisch-katholischen und in der orthodoxen Christenheit gibt, obwohl Martin Luther nicht beabsichtigt hat, die Beichte abzuschaffen. Warum ist die Beichte bei den Reformierten heute nicht so zentral, denken Sie? Vieles, was wir heute als typisch reformiert und typisch katholisch anschauen, kann man nicht unmittelbar auf die Zeit der Reformation zurückführen, sondern auf die Zeit danach, wo man sich abgegrenzt hat, wo man gesagt hat, also weil du im Gottesdienst Deutsch sprichst, beten wir nur nach Lateinisch, um zu sagen, wir sind dann die und umgekehrt. Dass Martin Luther zum Teil noch bis fast täglich zur Beichte ging, als es ihm schlecht ging, das ist heute weniger bekannt. Nicht übrigens, dass er keine Kritik an der Beichtpraxis der damaligen Zeit gehabt hätte. Das war sogar sein Haupt, ich glaube, einer seiner Hauptkritikpunkte. Genau, aber er hat damit nicht die Beichte abgeschafft. Das Abschaffen von gewissen Traditionen, die dann einfach wirklich zum Stillstand kommen, hat sehr viel mit der Zeit danach zu tun. Ich habe ein für mich verblüffendes Zitat gefunden von Martin Luther, das er angeblich in seinem großen Katechismus geschrieben haben soll. Ich zitiere: Willst du es aber verachten, so stolz ohne Beichte hingehen, so fällen wir das Urteil, dass du kein Christ bist. Also keine Beichte, kein Christ. Mhm. Erstaunt Sie das? Würden Sie das unterschreiben? Ich muss ein solches Zitat natürlich immer in seinem Urkontext, jetzt müsste ich mir die ganze Stelle lesen, verstehen, denn so könnte ich das jetzt nicht sagen. Also auch Martin Luther, könnte ich mir vorstellen, würde heute einem lutheranischen Gläubigen nicht sagen, du bist kein Christ, du bist keine Christin, wenn du nicht zur Beichte gehst. Ich glaube, hier geht es ihm wirklich vor dem Sein vor Gott. Und er hat das in der Beichte so erfahren, dass man dort in diese Freiheit kommt, frei in Christus, wie es Paulus sagen würde. Aber wie gesagt, da müsste man jetzt das Ganze anschauen. Gut. Bleiben wir mal bei der Frage der Schuld. Wenn wir den ersten Schritt der Beichte betrachten, so ist das das Bekennen, das Formulieren, das Verbalisieren von Schuld. Oder wären Sie da nicht einverstanden? Dem Bekennen voraus geht ja die Reflexion. Da geht ja wirklich das Bewusstsein voraus. Es gibt ja irgendeinen Grund, warum die Person kommt. Das wäre dann die Beichtvorbereitung? Ja, aber auch in der Beichte selber, wir beginnen mit einem religiösen Kontext. Also wir machen auch jetzt in der katholischen Beichte wirklich auch das Kreuzzeichen miteinander, dass wir da nicht irgendwie das Gefühl haben, wir seien irgendwo, sondern das ist eigentlich ein liturgischer Akt, der hier geschieht. Und dass dann die Person sagt,
ich bin gekommen und dann bekennt, was sie schon versucht hat, für sich vor der Beichte, aber auch zu Beginn der Beichte zu überlegen. Es kann nämlich auch sein, dass jemand sagt, ich weiß, ich muss hierher kommen, aber ich weiß nicht genau, wie ich das sagen oder warum ich das sagen soll oder was ich sagen soll. Da kann es also wirklich auch sein, dass es zu einem Entwickeln eines Gedanken kommt. Aber der Ausgangspunkt ist ein Schuld- oder Schuldgefühl. Ja. Davon gehe ich aus. Im Vorgespräch mit Ihnen, Daniel Strassberg, als ich Sie nach der Schuld fragte, aus psychoanalytischer Sicht, sagten Sie, Schuld sei aus der Sicht der Psychoanalyse völlig uninteressant. Absolut. Und ich glaube, dort ist auch der große Unterschied zwischen Beichte und Psychoanalyse, obwohl das gerade modern ist oder war in den 60er Jahren, das zu vergleichen, vor allem durch Michel Foucault. Ich glaube, die Schuld interessiert den Priester und interessiert den Psychoanalytiker nicht. Warum interessiert sich? Weil sich der Psychoanalytiker mit den Schuldgefühlen befasst. Kann man das voneinander trennen? Das muss man voneinander trennen. Sie müssen sich nur vergegenwärtigen, wie wenig Schuld mit Schuldgefühlen zu tun haben. Wenn Sie daran denken, zum Beispiel, dass Psychopathen ganz viel Schuld auf sich laden und überhaupt keine Schuldgefühle haben. Und sie, oder andererseits depressive Menschen, die ungeheuer Schuldgefühle haben, man hat keine Ahnung, weshalb. Wenn Sie gerade daran denken, dass besonders gute, reflektierte Menschen viel Schuldgefühle haben und Verbrecher keine, oder wenn Sie daran denken, dass Leute mit wahnsinnig viel Schuldgefühlen einem grässlich auf die Nerven gehen können und fordernd und unangenehm sein können und überhaupt kein Empfinden für Schuld haben, sondern nur für Schuldgefühle. Ich glaube, es gibt sogar einen gewissen Widerspruch zwischen Schuld und Schuldgefühlen. Nämlich? Wo liegt der? Der liegt darin, dass Leute mit vielen Schuldgefühlen kein reales Schuldbewusstsein haben. Kritiker würden jetzt vielleicht sagen, die Psychoanalyse versucht den Menschen dauernd einzureden, sie tragen keine Schuld, Schuld sei eigentlich, es gibt eigentlich keine Schuld, es gibt nur das Schuldgefühl. Das würde mir niemand sagen. Ich würde nur sagen, wenn jetzt jemand kommt und einen Mord begangen hat und jetzt Schuldgefühle hat und eine Psychoanalyse machen möchte, da würde ich ihm, ich hatte nicht so einen Extremfall, aber solche ähnliche Fälle habe ich und dann kann ich nur sagen, Sie haben zu Recht Schuldgefühle, da kann ich einfach nichts dazu beitragen. Würden Sie dann allenfalls einen Patienten an die Kirche verweisen, wie das C.G. Jung gemacht hat, angeblich, dass er sagt? Nein, ich würde ihn eher an die Polizei verweisen und sagen, er soll sich bei der Polizei stellen, sonst mache ich es nämlich. Ich würde aber sagen, ich habe dir nichts zu sagen. Könnte man auch irgendwo sagen, dass Sie Ihre Patientinnen und Patienten mit ihrer Freiheit in Kontakt bringen möchten, während wir, Sie haben vorher von Innenleben und Moral gesprochen, versuchen dann zu zeigen, wie könnte man mit dieser Freiheit umgehen, natürlich von einem christlichen Kontext her. Sie sind in dem Sinne natürlich auch wertneutraler. Bei uns ist das ja... Zum Beispiel, ja. Sie dürfen ja eigentlich nicht Stellung nehmen, während ich zum Beispiel dann sagen kann, bei uns würde Jesus so damit umgehen. Genau. Oder hat so ein Wort gesagt, irgendwie so etwas. Ich würde das etwas spezifizieren wollen, das mit der Freiheit. Das ist nicht falsch, aber man müsste etwas genauer sein. Wenn jemand zu mir kommt mit Schuldgefühlen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine, er sagt, ich weiß gar nicht, weshalb ich die habe. Oder es gibt die zweite Möglichkeit, dass er sagt, ich habe es wegen irgendeinem Vergehen, von dem man das Gefühl hat, dass er vollkommen inadäquat, dass es Schuldgefühle auslöst oder zumindest in diesem Maße auslöst. Was ich als Psychoanalytiker tue, und das hat sehr wohl etwas mit Freiheit zu tun, ist, die Schuldgefühle an ihren Platz zu tun. Es gibt eine sehr, sehr schöne Stelle bei Freud, bei seinem berühmten Fall, dem Rattenmann. Der Rattenmann hatte ungeheure Schuldgefühle und hat von Freud immer verlangt, dass er ihn absolviere, sozusagen. Und Freud hat dann geantwortet, wenn Sie Schuldgefühle haben, dann haben Sie sie zu Recht. Sie wissen nur noch nicht, weshalb. Mhm. Und da kommt das Unbewusste ins Spiel. Also was wir tun, ist das Schuldgefühl an den Platz zu verweisen, wo es herkommt.
Und dann, und da haben Sie völlig recht, dann ist eine Freiheit im Umgang möglich. Solange ich nicht weiß, woher die Schuldgefühle kommen, kann ich nichts damit machen. Dann habe ich sie einfach. Wären das wichtige Unterschiede, dass wir sagen können, wer zu Ihnen zur Beichte kommt, der bekennt nur bewusste Schuld? Viele sagen übrigens auch, ich bekenne auch die, die mir nicht bewusst ist. Einfach aus dem Bewusstsein heraus, dass ich wahrscheinlich immer etwas tue, was andere verletzen oder mich selber verletzen kann, ohne dass ich mir dessen bewusst bin. Also das wird sehr oft auch gesagt. Aber Sie ergründen dann nicht, woher dieses Verhalten kommt, das zu schuldhaftem Verhalten wiederum führt. Ich glaube, hier sind wir an einem sehr wichtigen Punkt, wo wir uns unterscheiden müssen. Also ich habe vielleicht ein paar psychologische Kenntnisse mitbekommen im Studium, aber ich bin nicht Psychoanalytiker. Mhm. Es kann sein, dass ich jemandem sage, wissen Sie, ich kann Ihnen die Lossprechung von Gott hergeben, aber Sie müssten, wenn Sie das ernsthaft anschauen möchten, zu einem Psychologen, zu einem Psychiater, je nachdem. Also da muss sich ja auch ein Priester dann ganz klar abgrenzen und nicht etwas tun wollen, was nicht in unserer Kompetenz liegt. Was ein weiterer, glaube ich, sehr zentraler Unterschied ist, am Ende der Beichte steht ein Verzeihen. Das vermag die Psychoanalyse nicht. Wenn ich jetzt ganz orthodox wäre, also orthodox meine ich jetzt psychoanalytisch orthodox, würde ich sagen, nein, nein, das kommt auf keinen Fall vor, ich verzeihe nicht, ich mache nur das Unbewusste bewusst. Aber es ist natürlich nicht zu bestreiten, dass es dieses Moment des Verzeihens in der Psychoanalyse gibt. Wer verzeiht denn? Dass ich als Psychoanalytiker sage, das ist nicht so schlimm. Oder machen Sie sich da keinen Kopf draus. Oder dass diese Entlastungsfunktion der Psychoanalyse zwar in diesem orthodoxen Sinne des reinen Bewusstmachen nicht vorkommen dürfte, aber natürlich unser Alltag ist. Also da das ist was dann wieder verbindend wäre. Also bei Ihnen suchen die Leute in der Beichte eine Erleichterung, eine Heilung vielleicht auch irgendwo. Und bei Ihnen suchen Sie ja auch Heilung. Sie gehen ja zu Ihnen, zu einem Arzt. Genau. Also um es vielleicht ein bisschen schwarz-weiß zu sagen, Sie korrigieren mich, wenn ich das falsch schwarz-weiß sage. Bei Ihnen ist eigentlich das Ziel, dass Sie wieder zurücktreten, denn der Mensch selber weiß jetzt, wie er zum Beispiel mit etwas umgehen kann. Während ich bewusst dann am Schluss Gott in den Mittelpunkt stelle und sage, von Gott her wird dir verziehen. Also ich nehme mich da in dem Sinn nicht zurück. Bei Ihnen so. Das ist auch übrigens der Konflikt zwischen Freud und Jung. Das hat Freud dann Jung vorgeworfen, Sie sind Pfarrerssohn, Sie wollen immer den Leuten sagen, was sie tun sollen. Ich bin Analytiker, ich analysiere nur. Das war ein großer Streitpunkt zwischen beiden. Mhm. Und hat das auf den Pfarrerssohn zurückgeführt. Eine Gemeinsamkeit, die mir auch auffällt, ist, bei beiden handelt es sich um ritualisierte Gespräche. Sie haben einen festen Ablauf in der Beichte. Ich nehme an, wenn man zu Ihnen kommt, haben Sie auch einen festen Ablauf. Aber ein Unterschied ist, zu Ihnen muss ich wahrscheinlich häufiger kommen, bei Ihnen ist es mit einem Mal erledigt. Und es ist teurer bei mir. Kommt noch dazu. Mit einmal erledigt. Ich selber gehe nicht nur einmal in meinem Leben. Also ich versuche, unterwegs zu sein, unterwegs auf Gott hin. Man muss vielleicht historisch betrachtet sagen, das Eigentliche, wir nennen das bei uns in der katholischen Tradition, auch bei den Orthodoxen, wir nennen das Sakrament. Das eigentliche Sakrament ist die Taufe. Mhm. Und das haben die Menschen als Erwachsene erhalten und haben dann gesagt, das ist für mich eine Umkehr zu diesem neuen Leben in Christus. Und als man dann gemerkt hat, der Mensch hat die besten Absichten und Vorsätze und geht dann doch auch wieder Wege, wo er sie am Anfang gesagt hat, nein, den möchte ich sicher nicht mehr gehen. Da kommt dann dieses Sakrament der Versöhnung hinein, dass man sagt, ich möchte mich da öfters auch wieder versöhnen mit mir, mit der Kirche und mit Gott. Und von dem her, natürlich für das eine Mal, wenn du das spürst, du kommst raus und du bist, dir ist vergeben, dann ist das ein sehr schönes Gefühl. Das heißt aber nicht, dass du das nachher nicht wiederholen kannst. Wir haben sogar bei uns die Tradition, dass man sagt, für die großen Feste, also um ein Fest zu feiern, möchte man eigentlich einen reinen Tisch haben, um dann wirklich feiern zu können. Und das sind normalerweise Ostern, also das größte Fest des Christentums, aber auch Pfingsten, Weihnachten, dass man sich da vorbereitet durch die Beichte, das ist an vielen Orten noch
gute Tradition. Eine weitere Unterscheidung oder eine weitere Andersartigkeit, die mir bei der Analyse in den Sinn kommt zwischen Beichte und Psychoanalyse. Ich habe den Eindruck, wenn man zur Beichte kommt, dann geht es darum, dass der Mensch sich demütig verhält oder auch demütig wird durch die Beichte. Bei der Psychoanalyse habe ich den Eindruck, es geht genau um das Gegenteil. Es geht um das Heben des Selbstwertes, um vielleicht auch ein bisschen das Nähren des Egos. Ich glaube, das ist ein Missbrauch der Psychoanalyse. Also, und der Religion. Und der Religion. Also ich glaube, es kommt auch bei mir vor, wenn einem gar nichts mehr in den Sinn kommt, dann macht man hebende Selbstbewusstseins. Das wirkt immer, sagen, das ist nicht. Aber das hat mit Psychoanalyse eigentlich nichts zu tun. Sondern es geht darum, Verbindungen bewusst zu machen, Reflexionen zu machen, die einem, wie Abt Urban gesagt hat, in die Freiheit führen. Und dieses Gesülze, das ich immer wieder von der Psychoanalyse höre, dieses Heben des Egos oder des Selbstbewusstseins, halte ich für verfehlt. Was fangen Sie denn mit dem Begriff der Demut an als Psychoanalytiker? Das ist einfach ein Begriff, der in der Psychoanalyse nicht vorkommt. Also das ist ein wesensfremder Begriff. Das hat etwa so viel zu tun mit der Psychoanalyse wie der Begriff Motor oder Benzin. Und wenn ich Sie als Philosoph frage? Wenn ich Sie als Philosoph frage, würde ich sagen, dass, und da können Sie mich aber auch als Psychoanalytiker fragen, es gibt einen Bewusstseinsprozess in der Psychoanalyse, der manchmal auch vernachlässigt wird, dass es darum geht, die eigenen Abhängigkeiten zu erkennen. Was Sie vorher angesprochen haben, ist, die eigenen Abhängigkeiten nur zu unterbrechen oder abzuschaffen. Und ich glaube, es gibt diesen Prozess, dass man mit der Zeit erkennt, dass man eben nicht unabhängig ist, wie man gemeint hat. Es gibt ein ganz winziges Beispiel, aber das kennen die meisten von uns. Wenn man älter wird und in den Spiegel schaut, schaut man aus wie sein eigener Vater. Und dann, ich weiß nicht, ob das bei den Frauen, habe ich noch nie darüber gehört, aber bei den Männern ist das eindeutig so. Und dann alle erschrecken. Und das hat genau damit zu tun, man meint, man sei wahnsinnig ein Individuum geworden und unabhängig geworden, ein eigenes Leben. Und am Schluss des Weges ist man dasselbe, was vorher noch mal hergekommen ist. Und ich glaube, dieser Prozess des Bewusstwerdens der eigenen Abhängigkeit, den könnte man in einem religiösen Kontext Demut nennen. Demut religiös. Leider ist er negativ behaftet, weil ich glaube, auch viel Unfug getrieben wurde. Man hat Leute damit gedemütigt. Aber Demut ist für mich ein positiver Begriff. Humilitas im Lateinischen hat mit Humus zu tun. Also jemand steht mit beiden Füßen auf der Erde, aber eben auf der Erde. Und religiös gesagt, möchte nicht selber Gott spielen. Also man weiß in der Beichte, aber auch außerhalb der Beichte, in der Demut, dass man einen Auftrag hat, eine Verantwortung, dass man dem nicht immer entspricht, dass man aber auch jetzt nicht abheben muss, um zu sagen, ich weiß eh alles besser und wenn es nach mir geht, ist die Welt gerettet. Da bin ich eigentlich froh um Demut und ich möchte noch für viele Leute, die in dieser Welt Verantwortung haben, wünschen, dass sie mehr Demut haben und wirklich auch in der Verantwortung für die Welt, für ihre Völker handeln und nicht nur nach eigenem Machtstreben. Mhm. Gehen wir über zu einem anderen Thema. Als Psychotherapeut und auch als Beichtabnehmer befinden Sie sich unter Umständen beide in delikaten Situationen. Insbesondere, Sie hatten es schon angesprochen, wenn Sie konfrontiert werden oder Kenntnis nehmen müssen, dass strafrechtliche Delikte geschehen sind. Sie sind dann an Ihr Arztgeheimnis gebunden, Sie sind an ein Beichtgeheimnis gebunden. Und wir schauen uns jetzt eine Filmszene an, die dieses Beichtgeheimnis und auch den Gewissenskonflikt, den dieses Beichtgeheimnis auslösen kann, eindrücklich darstellt. Er findet sich in dem Film «I Confess» von Alfred Hitchcock aus dem Jahre 1953. Ich will beichten Gott, dem Allmächtigen und Ihnen, Priester, dass ich gesündigt habe. Wann haben Sie das letzte Mal gebeichtet? Ich kann mich nicht entsinnen. Können Sie es mir nicht annähernd sagen?
habe Monsieur Villette getötet. Weiter? Den Anwalt Villette. Ich bin heute Abend in sein Haus gegangen. Ich wollte ihn bestehlen. Ich hatte einen Priesterrock an, damit man mich nicht erkennt. Er hat mich überrascht. Er wollte die Polizei rufen. Ja, Abt Urban, das Dilemma des Priesters. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle einige heikle Fragen stellen und ich möchte die gerne an einem hypothetischen Fall festmachen. Angenommen, jemand aus Ihrer klösterlichen Gemeinschaft kommt zu Ihnen und beichtet Ihnen sexuellen Missbrauch an Kindern. Was sagen Sie dann? Was tun Sie? Was raten Sie? Wie reagieren Sie als Beichtvater? Diesen konstruierten Fall kann man sehr gut vergleichen mit dem, was wir jetzt bei Hitchcock gesehen haben. Übrigens, Hitchcock liebe ich nach wie vor. Aber dass genau solche Dinge nicht passieren, gibt es im Kirchenrecht natürlich auch Bestimmungen. Also einen Mord kann ich nicht einfach sagen, ich spreche dich los. Ja, aber bleiben wir jetzt mal bei diesem Beispiel. Ja? Da spreche ich nicht einfach los und sage, geh. Ja. Weil in einem Kloster ist dafür geschaut, dass ein Mönch nicht bei seinem eigenen Abt beichten kann. Dass genau nicht solche Abhängigkeitsverhältnisse entstehen, seien sie positiver oder negativer Art. Also der könnte gar nicht zu mir kommen und unter dem Beichtsiegel etwas sagen, wo ich nachher gar nicht handeln kann. Sondern ich bin als Oberer, das weiß er natürlich, verpflichtet, solche Dinge ernst anzuschauen, auch eine Meldung zu geben und dann die Konsequenzen zu ziehen. Und dass das eben nicht zu einer Beichtsituation kommt, dafür ist gesorgt. Sind Sie dazu auch verpflichtet, wenn eine priesterliche Person aus einer anderen Pfarrei, die jetzt nicht zu Ihrer klösterlichen Gemeinschaft gehört, zu einer Beichte ablegen würde? Bei mir eine Beichte ablegen? Nein, da bin ich nicht verpflichtet, nein. Und wie würden Sie in diesem Moment handeln? Bei der Beichte haben Sie immer die Möglichkeit zu sagen, ich bin hier nicht kompetent, Ihnen die Losprechung zu geben. Vor allem nicht, wenn Sie mir nicht die Möglichkeit geben, dass wir das außerhalb der Beichte anschauen. Also da muss man eigentlich jemanden darauf verpflichten. Mit dem strafrechtlich, haben wir vorher gehört, also Sie haben den Fall des Mordes gebracht, dass man das auch strafrechtlich anschaut. Das geht nicht einfach, dass ich so mache und die Leute gehen wieder raus. Also habe ich Sie richtig verstanden? Sie könnten in diesem Moment oder würden in diesem Moment die Beichte gar nicht abnehmen und keine Absolution erteilen? In einem ersten Fall ja. Ja. Daniel Strassberg, es ist ja auch denkbar und wahrscheinlich haben Sie oder möglicherweise haben Sie schon solche Situationen erlebt, dass auch zu Ihnen Menschen in die Sprechstunde kommen und Bekenntnisse abliefern, die strafrechtlicher Natur sind. Wenn jemand jetzt auch mit pädosexuellen Neigungen kommt oder Gewalt zu Gewalt neigt. Wie müssen Sie sich dann verhalten? Was tun Sie? Was tun Sie als Arzt? Was müssen Sie tun in einem strafrechtlichen Sinn? Also es ist ja ein Unterschied, ob er von pädophilen Neigungen oder pädophile Handlungen. Ich glaube, eine ganz wichtige Voraussetzung des Psychoanalytikers ist, dass er nichts vom Patienten will. Das heißt, dass er nicht in irgendetwas eine Richtung, dass er auch nichts für sich will, dass er außer die Therapie zu machen nichts will. Und es gibt Situationen, da will ich etwas. Also ich will, dass der das nicht mehr tut. Ich glaube, ich könnte einen solchen Menschen nicht behandeln. Ich habe einmal eine Situation gehabt, da war ein Patient auf der Flucht vom Gefängnis. Das war die einzige heikle Situation, die ich in meinem Leben hatte. Ein Patient aus der Flucht vom Gefängnis zu mir kommen wollte. Und den habe ich auch nicht behandelt, aber aus einem anderen Grund, weil ich gedacht habe, der will nur ein Zeugnis, dass er nicht zurück muss ins Gefängnis. Also ich glaube, in solchen heiklen Situationen bin ich als Therapeut überhaupt nicht in einer schwierigen Situation, weil ich das einfach nicht kann. Suizidalität ist auch so ein Problem. Dort will ich, dass er überlebt. Das kann ich auch nicht psychoanalytisch behandeln. Was machen Sie dann? Dann reagiere ich einfach als Psychiater, mache eine Einweisung oder gebe Medikamente oder was auch immer dann erforderlich ist. Aber ich arbeite nicht als Psychoanalytiker. Jetzt
der Fall, dass mir etwas strafrechtlich Relevantes innerhalb einer Therapie erzählt wurde, den gab es noch nicht. Und die Frage ist, wenn ich jetzt diese Therapie verweigere, und dann muss ich dann zur Polizei gehen oder so. Und da gibt es eigentlich relativ formalisierte Verfahren, die ich dann, ich kenne die jetzt auch nicht auswendig, aber die mich dann von meinem eigenen Gewissen entlastet, das würde ich dann der Staat, muss ich, glaube ich, den Kantonsarzt anrufen und den fragen, was man dazu tun hat. Da würde ich mich einfach auch nicht in solche Gewissenskonflikte begeben, sondern würde das tun, was das Gesetz vorschreibt. Sie haben mir jetzt das Stichwort geliefert, darum habe ich vorher so zögerlich geantwortet. Es geht eben auch gerade darum, dass es Leute gibt. Ich hatte mal einen Fall eines Menschen, der pädophile Neigungen ins Gespräch gebracht hat. Und das ist ja nicht dasselbe wie einen Tatbestand ausführen. Das heißt, mit solchen Leuten kannst du natürlich die Beichte fertig führen. Du kannst sogar jemanden ermutigen, wie kann ich mit dem im Leben weitergehen. Käme aber, das hatte ich jetzt auch noch nie, einen Tatbestand, der strafrechtlich dann auch verfolgt werden muss. Das ist etwas ganz anderes. Okay. Gut, verlassen wir mal dieses Thema. Ein anderes Thema, das ich schon angesprochen hatte, ist die Tatsache, dass, ich glaube, allein das christliche Verständnis mit Priestern operiert, die sozusagen eine Mittlerfigur sind zwischen den normalen Menschen und Gott. Wir haben in der Beichtsituation die Situation, dass es eigentlich aus meiner Sicht eine gewisse Dreiecksbeziehung ist. Mhm. Auch viele Katholikinnen und Katholiken, die ich zur Beichte befragt habe, haben mir gesagt, eigentlich weiß ich nicht, warum ich das einem Beichtvater, einem Priester erzählen soll. Ich mache das direkt aus mit Gott. Warum braucht es aus Ihrem Verständnis heraus diese Mittlerfigur? Für mich braucht es beides. Also das, was Sie jetzt schildern, das finde ich eigentlich auch das Normale. Ich bete in um ein bekanntes Gebet zu bringen, in jedem Vaterunser bete ich, verzeihe du mir, wie auch ich anderen verzeihe. Oder in der Eucharistiefeier, also in der Messe, hat es ja auch seinen Platz, schon zu Beginn der Feier, dann die Feier selber. Der Mensch kann immer um Verzeihung bitten. Das Schöne, finde ich, und das Befreiende, gerade für heutige Menschen, die sich sehr oft selber überfordern, so nehme ich es wenigstens wahr, ist das sakramentale Lossprechen. Das heißt, Gott bindet sich an ein Wort, das sagt, ich verzeihe dir. Dass du das hören darfst aus dem Mund eines anderen. Ich bin ja dann zwar in dieser Dreiecksbeziehung der Mund, aber eigentlich, dass dann Gott sagt, es ist so. Du musst das nicht dir erkämpfen, das musst du dir nicht erarbeiten. Das wird dir zugesprochen. Das finde ich dann einfach eine Hochform, sage ich einmal, des Verzeihens. Und das nennen wir Sakrament. Wie auch bei den anderen Sakramenten Gott in einer gewissen Situation des Lebens dasteht und sein Wort sagt. Als Muslimin, die den Koran liest, lese ich natürlich oft in meiner Heiligen Schrift davon, dass Gott allverzeihend ist. Und wenn ich das laut rezitiere, so ist das aus meiner Sicht dasselbe, wie wenn mir der Priester das sagt und ich das höre. Also dennoch die Frage, warum braucht es diese Mittlerfigur? Können Sie das nachvollziehen? Ja, ich glaube, wir haben noch einen ganz wichtigen Unterschied zwischen der Psychoanalyse und der Beichte nicht benannt. Und der spielt in diesem Fall eine sehr große Rolle. Die Beichte war ursprünglich ein Akt, ein Vollzug und kein Reflexionsakt. Also die Beichte selber ist sozusagen die Beichte. Indem ich es ausspreche, ist die Beichte vollzogen und deshalb gibt es die Absolution. Wenn Sie Augustin lesen, sozusagen das Grundmodell der Konfession ist, dann ist das Schreiben dieses Buches dieser Akt der sich Gott hinzugeben. Es geht dort gar nicht so um die Reflexion, was bin ich für ein Mensch, sondern dieser Akt der Reflexion selbst ist die Darbietung zu Gott. Mhm. Und oder Rousseau auch in seinen Konfessionen, das öffentlich dafür gerade stehen, ist schon der Verzeihungsakt, ist schon der Akt der Metamorphose, das lesen Sie bei Augustin. Es ist der Akt der Beichte, der die Metamorphose ist. Und das ist der Unterschied zur Psychoanalyse. Dort geht es
primär nicht um den Akt der Psychoanalyse, sondern um den Reflexion, wegen dem braucht es auch viel länger, weil es nicht um den Akt geht, Psychoanalyse zu betreiben, sondern um einen Reflexionsprozess in Gang zu setzen. Und für diesen Akt, der muss bezeugt werden. Das ist bei Rousseau so, der schreibt ein Buch, das ist bei Augustin so, der schreibt auch ein Buch. Dieser Akt der Metamorphose muss bezeugt werden. Und diesen Akt, um den jetzt ein bisschen runterzuholen von der theoretischen zur praktischen Ebene, kann dann auch der sein, der ganz im Konkreten die Tränen fließen lässt. Das heißt, eine Person, die bei mir in den Beichtstuhl kommt, ich nehme an, wird vorher schon gesagt haben, Gott, verzeihe mir das, was ich da jetzt hineinbringe. Aber durch das Sprechen, das laute Aussprechen im Namen Gottes, darf ich dir diese Verzeihung zusprechen, ist sehr oft für die Leute dann einfach das Befreiende, warum sie dann vielleicht wieder in den Beichtstuhl kommen. Das ist für mich nachvollziehbar. Und dennoch, es gibt ja auch die schwierigen Seiten dieses Verhältnisses, dieses Dreiecksverhältnisses. Und eines, das mir jetzt gerade sofort in den Sinn kommt, das ich als Frage formulieren möchte. War es in der Vergangenheit nicht oft so, dass er die Furcht vor der Reaktion des Priesters oder die Angst vor einer gewissen Bußaufgabe oder vielleicht auch vor dem Erpresstwerden viel größer war, des Gläubigen, der zu dem Priester kam, als eigentlich die Furcht vor Gott. Und das wäre ja dann wiederum ein Vergehen, auch nach christlichem Verständnis. Richtig. Also ich denke mir, bei der Schuld, wenn wir bei dieser Frage sind, sind wir beim etwas vom Intimsten des Menschen. Also ich sage manchmal Glaube und die Fragen um den Glauben, also auch Schuldfrage, das ist heute schon fast intimer, als wenn es um Sexualität geht. Darüber spricht man heute in der Presse, aber nicht über die Schuld. Und wenn es um solche intime Sachen geht, dann ist natürlich auch der Missbrauch groß. Das gilt für die Religion, das gilt für die Psychoanalyse. Überall, wo du mit dem in Kontakt kommst, musst du auch als Priester, als Psychoanalytiker genau wissen, wo du stehst. Denn eine solche Situation darf nicht missbraucht werden, aber sie kann. Das heißt aber auch, also Sie anerkennen auch die Situation, dass Sie beide in einem hierarchischen Verhältnis stehen, Sie zu Ihrem Patienten, Sie zu den Menschen, die zu Ihnen zur Beichte kommen. Ja, und ich würde, also ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich würde dem nie sagen, wir sind auf Augenhöhe. Ich glaube, das ist, in den 60er Jahren hat man immer davon gesprochen, dass das immer alles auf Augenhöhe ist. Mhm. Ist es aber nicht. Die Leute erwarten ja auch von mir als Priester, sie erwarten von einem Philosophen oder Psychoanalytiker, dass der sich damit schon beschäftigt hat und dass er dann vielleicht auch ein Wort geben kann oder mindestens auch sagen kann, ich kann hier nicht helfen. Also Sie sind quasi beides Experten. Sie sind beide in diesem Expertenstatus und wer zu Ihnen kommt, sucht Ihre Kenntnis, Ihr Wissen? Es gibt von Lacan einen sehr schönen Ausdruck von sujet supposé savoir. Ich bin ein Subjekt, von dem der andere annimmt, ich wisse etwas. Mhm. Ich glaube, das ist, beschreibt dieses hierarchische Verhältnis. Ich bin sozusagen Experte, weil der andere mich in diesem Moment nicht durch ein bestimmtes Wissen erlernt, sondern er installiert mich in der Psychoanalyse und auch im Beichtstuhl ist das ja sogar räumlich inszeniert mit dem Liegen und dem Sitzen. Also es wird mir etwas verliehen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch, bei Ihnen wird es ihn vor Gott verliehen oder auch von den Menschen. Auch von den Menschen. Es wird mir sozusagen unterstellt, dieses Expertentums. Und mit dem, und wenn ich das zurückweise und dem Patienten sage, nein, Sie meinen nur, ich habe auch keine Ahnung von gar nichts, dann enttäusche ich ihn nur. Ja, Sie müssen es annehmen, dieses Experten. Es gibt eine wunderbare Geschichte von Cesare Pavese, ein Widerstandskämpfer, der sich als Priester verkleidet in einem Bergdorf während des Zweiten Weltkrieges und dann eben zum Priester wird. Durch die Leute. Durch die Leute gehen zu ihm zur Beichte und er muss, um sich zu verstecken, das. Und er wird zum Priester, weil die Leute ihn zum Priester machen. So machen mich die Leute zum Psychoanalytiker. Die eigentliche Expertin, der eigentliche Experte bleibt schon die Person, die kommt. Denn sie ist ja für ihr Leben, oder kennt ihr Leben oder ist es am Entdecken verantwortlich. Von mir erwartet sie einfach als einem Priester, dass ich von der Kirche her, von der Bibel her, vom Christentum her etwas dazu sagen kann und am Schluss dann auch diese Worte der Vergebung spreche.
Wenn man jetzt so allgemein recherchiert, so muss man feststellen, der Ruf der Beichte ist nicht ein sehr guter. Nein. Es wird oft mit dem Thema des Missbrauchs. Vielleicht auch nicht. Aber ich denke, bei Thema Beichte, da gehen die Emotionen sehr schnell hoch, noch schneller als bei der Psychoanalyse. Die Anonymität ist etwas, das auch gerade schwierige Situationen herbeiführt. Der Pfarrer wusste oftmals über das ganze Dorf Bescheid, konnte die Dinge gegeneinander oder die Menschen auch gegeneinander ausspielen. Es wurde mit Angsttheologie gearbeitet. Die Menschen wurden auf ihre Schwachpunkte hin unter Umständen hin analysiert und das hat dann auch weiteren Weg bereitet, natürlich für weiteren Missbrauch. An welchem Punkt steht heute die Kirche, wenn es um die Aufarbeitung und das Selbstverständnis der Priesterschaft bei der Beichte geht? Die Kirche gibt es natürlich in dem Sinne nicht, weil sie weltweit in sehr verschiedenen Kulturen ist. Also bleiben wir einmal bei uns im Westen, also in der Schweiz. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich nach 1965 geboren bin. Also ich sehe das glücklich an, andere vielleicht nicht. Das ist nach dem Zweiten Vatikanum. Und ein Neubeginn gibt auch immer wieder Chancen. Also sehr vieles, was ich höre vom Missbrauch der Beichte, im Sinne von Angst machen, von Verdemütigen, das bekomme ich von älteren Leuten mit. Das habe ich selber so nie erlebt. Mhm. Und ich sehe mich natürlich heute als Priester in der Tradition, mit der jetzt Papst Franziskus ganz stark operiert, indem er zum Beispiel das Jahr der Barmherzigkeit ausruft. Indem ich natürlich auch nicht dann den Leuten sage, ihr müsst, das ist Buße und das braucht es, sondern dass ich in diese Perspektive auch stelle und ganz stark spüre, der Papst möchte das mit der Gesamtkirche, aber jetzt gerade auch bei uns im schweizerischen Kontext dürfen wir das noch viel stärker betonen. Es ist ein Angebot der Versöhnung, ein Angebot der Barmherzigkeit Gottes. Werden wir noch einmal konkret. Wenn ich mir als Frau vorstelle, zu einem Priester zu gehen und unter Umständen intime, Sie haben von Schuld gesprochen, die an sich schon intim ist, aber vielleicht auch im erotischen, sexuellen Bereich intime Dinge mitzuteilen, so bereitet mir das offen gestanden Mühe. Solange es keine weibliche Priesterschaft in der römisch-katholischen Kirche gibt, werden die Frauen weiterhin dieser Situation ausgesetzt sein und wahrscheinlich auch einem größeren Risiko des Missbrauchs. Wie fangen Sie die Frauen auf, die eigentlich das Bedürfnis grundsätzlich nach einer Beichte oder nach einem seelsorgerlichen Gespräch hätten, aber das aus diesen strukturellen Gründen eben nur von Männern geleistet wird? Also ohne, dass ich jetzt da irgendwelche Statistiken dabei hätte, aus meiner Erfahrung habe ich das Gefühl, es kommen mehr Frauen als Männer. Das möchte ich einfach mal so dahingestellt haben, denn dann sind wir ja schon bei der Situation, dass sehr viele Frauen sehr viel Intimes von sich geben. Seelsorgerliches Gespräch an und für sich ist in erster Linie nicht an einen Priester gebunden. Da kann man auch zu einer Frau gehen, sei es eine Pastoralassistentin in einer Pfarrei, sei es zu einer Nonne in einem Kloster. Sie haben also da schon sehr viele Möglichkeiten, von Frau zu Frau zu sprechen. Was bleibt, das ist richtig, dass Sie, wenn es um die eigentliche Beichte geht, dann sitzen Sie als Frau vor einem Mann. Ich traue mir jetzt einfach zu, dass ich von mir aus nicht eine Unterscheidung mache, ob ich eine Frau oder einen Mann vor mir habe, sondern mit dem umgehe, was die Person mir sagt. Ob ich so weit komme, dass die Frau dann auch das Vertrauen in mich hat, das ist nochmal eine andere Frage. Ich muss aber sagen, dass ich da bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht habe, weil ich ein Mann bin. Gut, wir kommen schon sehr schnell zum Schluss. Und eine Frage, die mich noch interessiert, Daniel Strassberg. Heute ist oft die Rede davon, dass in Fernsehdiskussionen oder in sogenannten Reality-Shows Leute sehr gerne, sehr offen, aber auch teilweise hemmungslos ihre innersten Schuldbekenntnisse oder auch Intimitäten preisgeben. Wie beurteilen Sie das aus psychoanalytischer Sicht? Hat das noch irgendetwas damit zu tun, dass diese Leute einen Leidensdruck haben, bei dem sie Sachen loswerden wollen? Oder bewegen wir uns da schon beim Narzissmus? Ich muss grundsätzlich sagen, dass ich mit solchen Zeitdiagnosen, wie sie das Feuilleton heute beherrschen, meine grundsätzliche Mühe habe.
Also ich, also heute wird Sätze, die so anfangen, Leute bei mir. Ich glaube das gar nicht. Aus verschiedenen Gründen glaube ich, dass diese Zeitdiagnose nicht stimmt. Erstens sind alle Reality-Shows inszeniert. Also das hat so viel mit wahr. Dafür her, offenbar. Naja, die werden dann instruiert, was sie dann sagen sollen, was sie sagen müssen. Das hat mit der Realität genauso viel zu tun wie Mickey Mouse. Also, dass da Realität produziert wird, das ist eine Illusion. Und zweitens gab es natürlich überall Freakshows. Also, das ist ein menschliches Grundbedürfnis, wenn schon von menschlichen Grundbedürfnissen, irgendeinem zuzuschauen, der ein Freak ist und der das macht, was ich mich ja nie getrauen würde, das zu machen. Also, das ist etwa auf dem Niveau der Dame ohne Unterleib im Zirkus und hat mit Schuldgefühlen und Schuldbekenntnissen eigentlich überhaupt nichts zu tun. Aber es hat vielleicht mit Schamlosigkeit zu tun. Nein, das glaube ich nicht einmal mit Schamlosigkeit, weil man gar nichts von sich preisgibt. Es hat so viel Schamlosigkeit wie ein Schauspieler auf der Bühne. Man weiß über diese Menschen überhaupt nichts nachher, sondern es ist eine inszenierte Realität, an der man als passiver Zuschauer einen gewissen Genuss haben kann, weil man sozusagen etwas in Stellvertretung sieht. Diese Menschen sind nicht schamloser wie irgendeine andere Menschen. Als eine Person, die eigentlich sonst nicht fernschaut und ich da mal per Zufall reinschaue, frage ich mich sogar, aber da sind Sie die Medienfachfrau, ob die nicht bezahlt werden dafür. Also ja. Manchmal stehe ich da und denke, das hat aber nichts mit Preisgeben von Innerem zu tun, sondern mit Reagieren auf welche Fragen, die eben inszeniert sind. Also ich frage mich manchmal, ob die Leute nicht bezahlt sind dafür. Das könnten wir uns überlegen und sicher können wir uns auch überlegen, was das für unsere Gesellschaft bedeutet, dass wir vielleicht dazu neigen, uns solches anzuschauen und wohin unser Schamgefühl und Schuldverständnis sich hin entwickelt hat. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden ganz herzlich für dieses Gespräch, Abt Urban Federer und Daniel Strassberg. Die Bilder und Nachrichten von flüchtenden Menschen aus Afrika und dem Vorderen Orient reißen nicht ab. Was können und müssen wir tun in dieser Situation? Flüchtlingen zu helfen ist Christenpflicht. Das sagt der Jesuit Peter Balleis. Er ist nächste Woche hier zu Gast bei meinem Kollegen Norbert Bischofberger.